Wir sind alles vier Studenten von der Uni Nürnberg und wir mussten im WIND-Contest, das war ein ganz normales Fach, eine App präsentieren quasi oder entwickeln, nicht entwickeln, sondern uns eine Idee ausdenken und da ist die Idee MyCycle entstanden. Ja. Oder MyCycle, ja. Kann man aussprechen, wie man lustig ist. Wir versuchen in einer App alles, was ums Thema Fahrrad geht, unterzubringen. Das bedeutet, wir wollten eine Fahrradnavigation. Wir wollen, dass man mit so wie Noris Bike zusammen gleich über die App ausleihen kann, aber nicht nur ausleihen. Das heißt, wir wollen, dass die App dir sagt, du kannst in 10 Minuten da und da sein. Du kannst aber auch sehen, da ist der nächste Stand, da kannst du dir ein Fahrrad ausleihen. Und das ist alles per Kopfhörer oder Lautsprecher, je nachdem halt eine Navigation fürs Fahrrad. Das Neue oder beziehungsweise das Innovative bei uns war, dass wir halt alles unterbringen wollen. Das heißt, wir wollen ein Forum machen, wir wollen aber auch eingestellte Routen drin haben. Das bedeutet, Sie kommen nach Nürnberg, laden sich die App runter, können sich dann ein Fahrrad ausleihen, zum Beispiel von Nextbike, und dann eingeben, ich möchte zur Lorenzkirche. Und dann führt die App dann quasi zur Lorenzkirche. Aber ich verrate gar nicht zu viel, weil das dann noch meine Kollegen machen. Hier sehen Sie ganz kurz so ungefähr alles in einem. Wir wollen eine smarte Fahrradnavigation machen. Der Weg ist nicht ganz smart, wie Sie sehen können, aber das war auch bloß ein Versuch. Da ist einfach gesperrt gewesen. Wir haben auch einen Storefinder für Fahrradläden. Wenn mal was kaputt geht, ist auch meistens ein Problem. Man weiß gar nicht, wo man hin muss, weil die so klein sind, diese Läden für Fahrräder. Und wir halt noch ein interaktives Forum haben. Also wie gesagt, unsere App ist im Prinzip ein Navigationssystem. Das heißt also, man setzt sich aufs Fahrrad, egal ob man es nun selbst besitzt oder sich irgendwo ausgeliehen hat. Und dann wird man also begleitet auf seinem Fahrradweg. Das heißt, wenn man das ausgeliehen hat, dann haben wir, wie auch schon gesagt, vorgefertigte Routen. Mit GPS-Hilfe können wir aber natürlich auch also ermöglichen, dass das Fahrrad nicht ausgeliehen wird und irgendwo startet und dann direkt zum Ziel führt. Kooperieren wollen wir dafür mit irgendeinem, mit irgendeinem Navi-Programm. Wir haben die App noch nicht entwickelt, sondern das ist ja, wie gesagt, nur die Idee. Habe ich was vergessen? Ja. Ich sehe gar nichts hier. Ja, okay. So? Okay, geht es auf? Okay. So, was immer ein großes Problem ist, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel, wenn man Platten bekommt, vor allem wenn man in einer fremden Stadt ist, dann weiß man einfach nicht, wo man hin muss eben. Und da wollen wir versuchen, eine möglichst große Datenbank aufzubauen mit vielen lokalen Fahrradläden, die auch Reparaturen natürlich anbieten und die dann einfach schnell in der App aufrufbar sind und somit ist die App dich dann sofort direkt zum nächsten Fahrradladen führen kann. Genau. Und auch wichtig für uns wäre es noch, eben eine Kooperation mit zum Beispiel hier in Nürnberg Nextbikes einzugehen, dass man eben als Tourist oder auch als Einheimischer einfach sein Fahrrad über diese App auch leihen kann und dass es halt möglich ist, nicht, dass man halt viele Funktionen in eine App bindet und dann nicht immer Apps wechseln muss zwischen zum Fahrradleihen und Navigieren. Genau. Ja. Ja, dann hatten wir noch die Idee mit dem interaktiven Forum. Das heißt, man kann sich praktisch auch mit anderen Leuten, die die App haben, kann man sich absprechen, über Routen austauschen. Manche Leute haben ja vielleicht auch nicht so viele Freunde, die können sich dann für Fahrradtouren absprechen zum Beispiel. Wenn man gern Fahrrad fährt und man kennt jetzt keinen, der gern Fahrrad fährt, dann kann man sich da zum Beispiel auch neue Leute kennenlernen in so einem Forum, Diskussionen über Fahrräder führen oder eben sich über Routen austauschen. Genau. Dann haben wir noch die Verbindung mit sozialen Netzwerken. Man kennt es eigentlich von so Jogging-Apps schon ein bisschen, dass man dann wieder auf Facebook geht zum Beispiel und dann sieht man, ja, der hat gepostet, dass er heute so und so viel gefahren ist, dass er so und so weit gefahren ist. Das können wir dann auch mit reinbringen, dass es zum Beispiel mit Facebook verknüpft ist. Da kann man dann sehen, ja, ich bin heute, kann man dann posten, wo ich heute hingefahren bin, was für Sehenswürdigkeiten ich vielleicht mitgenommen habe und so weiter. So, ja, das kann man da ganz gut verbinden, glaube ich. Und dann kommen wir schon ziemlich zum Ende. Da haben wir, wir haben es, wie gesagt, das haben wir schon öfters gesagt, dass das Einzigartige eigentlich ist, dass
wir eben alles ziemlich verbinden wollen miteinander, miteinander und dass es alles ziemlich kompakt sein soll und übersichtlich trotzdem. Und ja, grundsätzlich haben wir eben das Problem, dass wir alle Wirtschaftswissenschaften studieren und deswegen von Programmierung überhaupt keine Ahnung haben. Und das war eben einfach nur eine Idee. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir auch hier sein dürfen und das mal vorstellen können. Das war schon ein ganzes Jahr her jetzt alles. Aber ja, war trotzdem Spaß gemacht und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, glaube ich, machen wir das danach. Wir sind alle noch ein bisschen hier, oder?